Moin, Digga. Glaubst du, Bossa schafft es, einen ganzen Rap-Part in nur 400 Sekunden zu schreiben? Hier bei Red Bull Barwash fahre ich zusammen mit einem Artist durch eine Waschstraße und sie haben einen Waschgang Zeit, um sich zu beweisen. Wenn sie es schaffen, gibt es am Ende des Videos noch einen Part. Wen hast du mitgebracht? Also an meiner Seite der grandiose, atemberaubende David Schütter und dahinter mein Partner Nico Chiara. Okay, dann würde ich sagen, ab ins Auto, sitz nach hinten und attack. Alles klar, mein Bruder. Beat-Counter, ja. 3 Beats, ein Pick. Eine kleine Auswahl für dich vorbereitet. Wir hören in jeden rein. Wir fangen bei Boom Bap. Alles klar. Ja. Langsam ein bisschen, ne? Ist okay. Ist okay, aber ich guck mal weiter. Der kommt schon besser, Bruder. Ich mag Drill Beats, aber ich glaube, da gibt es bessere Leute, die darauf krasser rappen. Weißt du das, right? Okay. Das lasse ich denen so. Okay. Guck mal, Trap. Ja, Mudi. Tony. Oh, der ist krank. Saftig, Alter. Jungs. Legge. Na, was ist los? Nico, ja? Oh, du Kauner, Bruder. Hast du dich hier reingeschmuggelt? Reingeschmuggelt. Alles klar, eingeloggt, Bruder. Login, login, login. Perfekt, login. Sehr gut, Bruder. 3 von 3. So, mein Bruder, du hast für ein Beat entschieden. Jetzt hast du 400 Sekunden Zeit. Auf jeden Fall immer noch länger als die meisten meiner Beziehungen, Alter. Verdammt, Bruder, bist du erfahren. Lass uns sagen, direkt reinstarten. Ja, Mann, los geht's. Red Bull Barwash, Bossa. Okay, Bruder, wie machen wir? Ich mache immer so eine Notiz auf, wo da alles selber irgendwelche Einfälle. Also über dich rappen mit, ja? Das heißt, ich kann chillen. Du kannst chillen. Super. Du kannst chillen. Alles klar, dann lass direkt Sachen anfangen. Verloren, weißt du? Die Zeit läuft. Ich mach so ein bisschen so rückblickend zu irgendeinem Scheiß, weißt du? Alles verloren, außer mein Talent. Mhm, okay. Was ich mein? Die Zeit, die rennt. Reifen brennen. Flow ist geil. Alles verloren außer mein Talent. Jeder meint, ich hab mein Hype verpennt. Okay. Jeder meint, ich hab mein Hype. Was haben wir mein Hype verpennt? Der Hype verpennt. Geil. Genau. Keinen Cent. Dann hab ich keinen Cent. Noch, ja genau, Cent ist geil. Okay. Cent ist geil. Aber der muss am Ende kommen. Der muss am Ende, glaube ich. Ja, ja. Aus Freundschaften wurde Feindschaften. Ah! Ja, und dann irgendwas mit keinen Cent. Das weiter rennen, damit ich nochmal. Das weiter rennen. Ja, genau. Rennen kriegt ihr keinen Cent. Genau, das ist geil. Die ersten 4 Bassen drin. Erstes Drittel der Zeit ist rum. Lass einen Reim noch darauf machen, Bruder. Irgendwas mit scheiß Latenz. Weißt du, was ich meine? Bruder, dann bist du on point, Bruder. Du bist on point. Ich schreib on point ohne scheiß Latenz. Ja. Mach. Schreibst du? Schreib ich. Und jetzt für reinbrechen. Weißt du, was ich meine? Jetzt will ich was Neues machen. Also eigentlich könntest du darauf dann weitermachen, ja. Aber. Ich glaube, wird geil, okay. Wenn wir den hier brechen. Oder dann Apfelsaft, Red Bull, Organics, Hamburg. Guten Hamburg Tag. Ich erinnere mich an die alten Tage. Okay. Die alten Tage. Okay. Ich rap on point ohne scheiß Latenz. So wie damals in den alten Tagen. Dann ich dann keine Fragen. Ich rap on point ohne scheiß Latenz. So wie damals in den alten Tagen. Was hast du gesagt, Bro? Das ist eine Phase. Irgendwas Phase ist Phase. Sag mal, du hast Albumphase bald. Oh. Ah, ja, geil. Schreib auf. Ja. Du schreib auf, alle schreibt auf. Ich rap on point ohne scheiß Latenz. So wie damals in den alten Tagen. Als hätte ich gerade Albumphase. Ja, Mann, stark. Mit 100 km/h durch die Seitenstraße. Oh! Okay. Hälfte der Zeit ist durch, Hälfte des Fahrzeugs durch, oder? Ich sehe mal ein paar richtige. Ja. Sonst rap ich das auch falsch, weißt du, was ich meine? No hate an dieser Stelle, aber es passt einfach zu gut, sorry, Bro. Ist scheißegal. Ja. Jeder will einen Text, aber keiner bezahlt, sagt der Manager ab jetzt 10k. Und wenn du dir die Scheiße nicht leisten kannst, dann geh meinetwegen zu feiern. Oh. No hate, Bruder. Es geht nur um den Preis, Bruder. Ich hab keine Zeit, muss drinbleiben. Weiter. Ja, genau. Gib mir ein bisschen Aggressives. Du bist ja, was Aggressives. Okay. Gib mir Krieg. Aber machen wir sie aggressive, bis du 100 Krieg hier hin. Du musst 100 Kriege, Bruder. Sag, ich hab hunderte Kriege. Du hast hunderte Kriege, Bruder. Das wussten nicht viele. Du hast hunderte Kriege, aber nur noch 60 Sekunden. Sag. Schnell, ein bisschen schneller, Bruder. Sag doch mal. Ich hab hunderte Kriege und das wussten nicht viele. Warte. Hier geht es um die Familie. Einfach fertig, Bruder. Familie fertig. Bruder, jetzt der Spaß vorbei. Doch der Spaß ist schon lange vorbei, mein Freund. Hier geht es um die Familie. Super. Auf die Einzige. Warte. Bruder, geh einmal in Ruhe durch, Bruder. Super. Bruder. Ja? Was war das, Digga? Fertig? Ja, wir sind fertig. Bruder, der Wagen ist noch fertig? Nicht trocken, Digga. Der Wagen ist noch nicht mal trocken. Ich hab ein bisschen Zeit. Was geht ab? Lang nicht gesehen, Alter. Das stimmt, Bruder. Ja, letztes Mal Österreich, gell? Letztes Mal Österreich auf dem Berg irgendwo. Mhm. Falls ihr das nicht gesehen habt, jetzt abchecken. Oh ja. Mit den Drift Brothers. Die Drift Brothers. Die müssen wir eigentlich schon versuchen gehen, gell? Ja, müssen wir wirklich mit deiner Kotztüte. Ja, ihr merkt schon, die Stimmung ist gut, meine Freunde. Wir sind auf jeden Fall gut durchgekommen. Die letzten 10 Sekunden laufen gerade. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1,
So, Alter, stark, mein Bruder. Du hast auf jeden Fall dein Wort gehalten. Unter 400 Sekunden haben wir das Ding durchgeknallt. Ja, jetzt geht's nach Frankfurt, in die Innenstadt. Jetzt, Rudi. Rales, weißt du, was ich meine? Yeah. Come on, man, los geht's. In a land before time, there was one man, one decision, one desire, rap. In the blue corner, the heavyweight champion, Buzzer. Yeah! Let's go! Alles verloren außer mein Talent. Jeder meint, ich hab mein Hype verpennt. Aus Freundschaften wurde Feindschaften. Des Weiteren kriegt ihr keinen Cent. Ich rap on point ohne scheiß Latenz. So wie damals in den alten Tagen. Als hätte ich gerade Albumphase. Mit 100 km/h durch die Seitenstraße. Jeder will den Text, aber keiner bezahlt. Sagt der Manager ab jetzt 10k. Und wenn du dir die Scheiße nicht leisten kannst, dann geh meine Wegen zu verjahren. Ich hatte hunderte Kriege. Und das wussten nicht viele. Doch Spaß ist schon lange vorbei, mein Freund, es geht hier um die Familie. Ich kenn die Bundesliga vom Ungeziefer, kenn die Strippenzieher, kenn den Dreck. Kenn die Rap-Idole, ihre Manager und deren Zuhälter, alle wack. Mein Telefon klingelt im Minutentakt, doch ich mach mir gar keinen Stress. Ich lieg seit 2 Tagen im Room, also schreib mein 4. Album im Bett. Schön, dass ihr da wart. Es hat übertrieben Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, like, kommentiert, abonniert, aktiviert die Glocke, ihr wisst, was zu tun ist.